Moin, wir sind Claudia und Jenny. Wir haben Ende Januar angefangen, unseren Mercedes Sprinter Eddy auszubauen und so langsam kommen wir auch Schritt für Schritt vorwärts. In dem heutigen Video soll es um das Thema selbstklebendes Filz gehen und wenn auch dich das Thema interessiert oder das ganze Ausbauthema, dann lass uns gern ein Abo da, das würde uns auf jeden Fall tierisch freuen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Anschauen. Herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen, ungeplanten Vlog. Ja. Moin! Moin! Das ist immer wieder. Es ist mal wieder soweit. So, neues Thema. Filzen. Neues Glück. Filzen. Verfilzt nochmal. Kann ich dazu nur sagen. Ich hatte heute schon so einen Hals. Ist fast genauso nervig wie das Dämmen. Ja, aber wir haben uns zur Aufgabe gemacht, wir wollten gerne unsere Hecktüren dämmen und unsere Schiebetür. Und deswegen kamen wir um das Thema nicht drum herum. Und da wir immer noch auf unser Elektrik-Setup warten, haben wir mit dem Filzen schon mal angefangen. Ja, das hängt wohl anscheinend beim Zoll in Hamburg. Genau. Ja, und wir sind gespannt, wann es dann nach uns eintrudelt. Richtig, genau. Da haben wir gedacht, okay, wir kümmern uns mal um etwas mehr Gemütlichkeit hier bei uns in den Räumlichkeiten. Angefangen haben wir schon vor ein, zwei Wochen. Vor zwei Wochen, ja. Da waren wir im Urlaub in Rostock. Ja. Und haben da schon mal angefangen. Mhm. Hatten auch alles mögliche an Materialien mit, weil wir da richtig durchstarten wollten. Ja. Ja. Wie das so gelaufen ist, seht ihr dann gleich. Ja, richtig. Was uns eventuell dazwischen gekommen ist, etc. Zeitlich haben wir uns natürlich wieder komplett überschätzt. Dementsprechend ist es jetzt ungefähr zwei Wochen später und wir sind jetzt aber fertig. In diesem Sinne, ganz viel Spaß beim Videogucken. Mhm. Alle lustigen Sachen folgen jetzt. Richtig. Viel Spaß. Hochprofessionell wie immer. Immer. Ich kläre euch einmal kurz auf, was uns letztendlich dazwischen gekommen ist. Vielleicht seht ihr es, Claudias Knie ist getaped. Sie hat sich am Strand das Knie so sehr verletzt, dass nicht mehr wirklich viel Bewegung möglich war. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht ganz genau, was los war, aber der ganze Urlaub war so weniger aktiv als geplant. So, das große Teil, ich komme nicht rein. Das große Teil, was ich eben gestrichen habe, ist für die Schiebetür an der Seite. Das wird jetzt auch gestrichen, ist auch für die Schiebetür oben und dann haben wir noch zwei kleine Holzteile, die hinten in die Hecktür drüber gehören und ich habe zudem Farbe benutzt, die richtige, echte Holzfarbe ist, also kein Buntlack oder ähnliches, da Holz ja auch arbeitet und wenn das trocknet, also wenn die Farbe trocken ist, dann kann es sein, dass dort Risse entstehen, wo sich wieder Feuchtigkeit im Holz sammelt und das dann gammelt. Also deswegen haben wir richtige Holzfarbe benutzt, ich kann euch nochmal mit verlinken, welche genau das ist. Die arbeitet also mit dem Holz mit, sodass da keine Risse entstehen können und das Ganze dann gammelt. Es ist gut, wenn man einen Vater hat, der Tischlermeister war. Ja. Sehr gut. So, und jetzt versuche ich wieder hochzukommen. So, während Claudia jetzt die neuen Holzverkleidungen weiß streichen wird, die dann an die Hecktüren und an die Schiebetür kommen, werde ich mich jetzt gleich mal ans Filzen machen von den Hecktüren, beziehungsweise erstmal noch ein paar Vorschritte. Ich werde die Türen mit Silikonentferner sauber machen, da die letzten Dreckreste irgendwie abmachen. Dann waren wir am Überlegen, wir haben halt hier noch unsere Plastikverkleidung, ob wir die letztendlich überfilzen oder ob wir die praktisch wieder auf das Filzern raufkleben in die vorgesehenen Positionen, wo sie eigentlich mal waren. Aber vielleicht seht ihr das, die sehen halt tatsächlich nicht mehr so schön aus. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass wir da komplett drüber filzen werden und die Einkerbung, sage ich mal, bei dem Netz, das schneiden wir dann halt einfach aus, dass wir das irgendwie weiter nutzen können. Aber wir werden da auf jeden Fall jetzt drüber filzen, weil die, ja, sehen halt jetzt nicht mehr so schön aus und dann passt das optisch auch alles, ne? Die Claudia streicht ja die Holzbretter weiß, das Filz ist in einem schönen Grau und das wäre halt einfach nochmal ein neuer Grauton, wäre halt auch blöd, deswegen filze ich da jetzt einfach rüber.
beziehungsweise ich probiere es. Wir haben uns für selbstklebendes Filz entschieden von Filz Asmussen. Den Tipp haben wir von Dennis Coburger bekommen. Vielen Dank dafür erstmal, weil wir uns halt einfach dann doch nicht den Stress machen wollten mit extra Sprühkleber, das irgendwie an die ganzen Türen und dann hätten wir noch abkleben müssen und dann irgendwie das Filz darauf und dann passt das nachher nicht. Und, ja. Deswegen fanden wir die Idee mit dem selbstklebenden Filz auch wirklich sehr gut. Deswegen haben wir uns dafür entschieden und dann gucken wir mal, dass wir das hinkriegen. Und da ich jetzt warten muss, würde ich sagen, gehen wir mal gucken, was bei Jenny so geht. Ich glaube, die sitzt da. Die macht Pause. Die macht ja wohl eine 1er Pause. Sehr gut. Muss warten, ja, bis ich die andere Seite machen kann. Und wir gucken mal, was du so machst. Da sitzt du da und machst eine Pause. Schönes Shirt hast du an. Vielen Dank. Ich brauche deine Hilfe, tatsächlich jetzt. Was soll ich tun? Dich hinsetzen. Mich hinsetzen? Das kann ich. Ich habe jetzt hier meine Sitzgelegenheit. Übrigens, die Schlappen sind nicht meine. Die sind geliehen von meiner Mutter, weil sie gerade greifbar waren. Also achtet da bitte nicht drauf. Herzlichen Dank dafür. Gut, das kann ich. Ich muss jetzt die alten grünen Noppen rausmachen. Ja. Und wir filzen jetzt doch über die Verkleidung. Noppen. Mal gucken, wie old die aussieht. Dann passt das. Aber dafür müssen die Noppen jetzt hier erstmal raus. Die Noppen müssen raus. Die grünen. Seht ihr, ne? So, und ich darf das machen, was ich eigentlich schon die ganze Zeit mache. Filmen. Yippie. Das nehme ich immer die am besten rauskriegen. Ist ja nicht so, als hätten wir kein Handwerkzeug dabei. Bin ja gut ausgerüstet. Pick dir nicht in eine Hand. Wir wollen hier nicht wieder zur Notfallaufnahme. Das wollen wir nicht. Das ist den Lack heil, ne? Ja, mein Schatz. Kannst du mal Papa fragen, was wir machen können, wie man solche Nopsis abkriegt. Am besten ohne den Lack zu beschädigen. Habe ich nicht. Nur direkt. Ah, ich habe eine gewischt gekriegt. Au! Wie soll man die denn jetzt rauskriegen? Ja, irgendwie habt ihr die anderen ja auch rausgekriegt. Das war Marion. Mit Gewalt. Ach so, der Klotzki. Liebe Grüße. Ja, ist ganz komisch, ohne ihn zu bauen, ne? Bin ich immer gespannt. Ob deine Plastiknupsis halten, ja, und passen. Ich auch. Ich habe genug bestellt. Das sind Plastiknupsis. Ja. Die kommen an die Rückseite von der Verkleidung, damit die hier wieder reingedrückt werden können. Genau. Wir waren also am Überlegen, ob wir die reinschrauben oder so, weil viele kaputt gegangen sind, als wir die Dinger rausgerissen haben. Aber die gab es auch bei Filz Asmussen. Da habe ich gedacht, na, dann bestelle ich die doch direkt mit. Oh, guck sich eine diese Schuhe an. Also, Schatz, optisch, ne? Heute wieder. Ja, absolute 1, ne? 1 plus mit Sternchen. Ich glaube, so gut sah es noch nie aus. Ich habe das System noch nicht so ganz verstanden heute mal. Also, die müssen so zusammengedrückt werden. Wie nochmal? Das ist so eine Arbeit, die voll aufregt, ne? Aber besser als, was war das noch? Du? Hä? Was war das noch, was du so gerne machst? Dem? Also, guck mal hier. Es muss ja relativ dünn da rein, weil das Loch ist nicht breit. So, aber wenn ich jetzt drücke, dann wird das hier schon auseinandergequetscht. Weißt du? Das muss aber so bleiben. Sollen wir uns jetzt ein Video angucken, wie man die Dinger reinkriegt? Scheiße.
Und schön. Wir wären ja nicht wir, wenn wir auch dieses Problem lösen könnten. Jetzt habe ich auch herausgefunden, wie es funktioniert. So simpel wie irgendwie. Hier rausziehen. So. Das kommt an die Rückseite von der Verkleidung. Und diese Dinger kommen in die Karosserie rein. Da kommen die rein. Dann nehmen wir das hier. Guck mal, ob ich das einhändig hinkriege. So. Da ist er drin. Er ist auch noch bewegbar. Rein theoretisch. So, müsste es aber passen. Das mache ich jetzt mit den ganzen anderen auch. Und damit sind die wunderschönen, nicht schönen Verkleidungen wieder dran. Und da filzen wir jetzt rüber. So, jetzt ist Jenny gerade dabei und packt das Filz aus. Jawohl. Selbstklebend. Ein schönes Grau. Hoffentlich. Das wissen wir ja noch nicht. Richtig. Ja. Oh ja. Das gefällt mir gut. Und das ist unser Grau. Ist sehr schön. Silbergrau. Wow. Ja. Hätte ich jetzt nicht getippt. Tatsächlich. Aber Filz hier, bitte, sieht tippitopp aus. Ja. Was haben wir da jetzt ganz genau mit vor? Damit haben wir jetzt vor, wir wollen unsere Hecktüren filzen und unsere Schiebetür. Die, mit den Hecktüren fangen wir heute an. Das soll recht dehnbar sein. Man muss es halt großflächig, sag ich mal, ausschneiden und dann kann man das anpassen. Ja, noch nie gemacht, aber wir probieren das aus. Es soll nicht so schwer sein. Okay. So, ich werde jetzt mal mit einem Stift oben die Ränder anzeichnen, wo das Filz maximal hinkommt, rechts und links und oben und unten, damit die Tür nachher auch noch zugeht. So, ich habe jetzt das Filz zugeschnitten für die erste Hecktür, habe die Hecktür sauber gemacht und jetzt werde ich mal versuchen, dass ich das rangeklebt bekomme. Cuttermesser ist geschärft, wusel mich da irgendwie durch, wenn das extrem blöd wird, dann vertage ich die zweite Tür auf einen anderen Tag. Aber erstmal probiere ich es jetzt aus. Hier seht ihr übrigens gleich die Variante, wie man nicht filzen sollte. Dadurch, dass ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, komme ich gleich an eine Stelle, die ich dann partout nicht mehr retten konnte, wo ich dann mehr oder weniger Schadensbegrenzung machen musste, damit es noch irgendwie einigermaßen gut aussieht. So, so sieht das momentan aus. Hier war noch alles gut, hier war noch alles gut. Dann wurde es da schwierig. Ich versuche das gleich noch ein bisschen wegzukriegen. Und das Netz habe ich jetzt frei gemacht. Aber es war nicht so ganz ohne. Ich habe es mir leichter vorgestellt. Ich muss jetzt irgendwie noch versuchen, diese Dinger da rauszukriegen. Vielleicht hilft das, wenn ich das Filz ein bisschen aufschneide und so. Es geht eigentlich ganz gut. Es ist ganz gut dehnbar. Jetzt muss ich hier die Überbleibsel noch abschneiden. Aber Heidewitzka, mein lieber Herr Gesangsverein. Aber das hat schon mal ganz gut funktioniert. Das Netz ist drin. Und jetzt mache ich noch die Ränder ab und dann gucke ich mal, ob wir die nachher geschlossen kriegen. So sieht das Ganze nach ein paar Stunden Arbeit jetzt aus. Man kann wieder durchgucken. Schadensbegrenzung habe ich auch betrieben. Da habe ich einfach das, was übergestanden ist, ein bisschen weggeschnitten. Jetzt kann man das noch ein bisschen eindrücken und dann geht das auch einigermaßen. Aber ich muss sagen, für den Anfang, dafür, dass wir noch nie mit Filz gearbeitet haben, sieht das extrem gut aus. Moin! Moin! Wir sind wieder zu Hause. Wir haben die zweite Tür in Rostock nicht geschafft. Deswegen machen wir heute weiter zu Hause. In der Hoffnung, wir schaffen die zweite Tür und die Schiebetür. Mal gucken. Filzen macht richtig Spaß. Es macht mindestens genauso viel Spaß wie dämmen. Life is good, best I've ever felt. Jenny ist ganz schön flott.
Keine gewollt? Ja. War schon gewollt. Schade. Da war eine gewollt. Wir drücken jetzt hier ja nicht rein. Schatz? Ich bin voll dabei. Diesmal drücken, ich habe ihn letztes Mal hier reingedrückt. Das lassen wir jetzt sein. Wir machen jetzt einfach nur gerade runter, weil hier müssen wir ja eh einschneiden. Ja. Und dann können wir in den Rahmen rein. Ja, okay, okay. 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 Hier nachher nehme ich ein bisschen einen Schnitt rein, noch einen kleinen. Genau, das dann kannst du es. Also die Kamera. Das hat sie schon längst gesagt. Okay. Warte. Und zwar so. Ich würde auch sagen, dass man nicht die Mitte schon so zupackt. Sondern dass man ja alles erst macht, wenn hier die Spannung raus ist. Verstehst du? Welche Mitte meinst du? Hier. Dass man das schon festklebt. Oder? Ja, ja. Schatz. Du bist schon Schlinge, ne? Das erinnert mich an meine Kuscheldecke. Ich hätte ernst bei der Arbeit jetzt hier. Mal ein bisschen, muss mal ein bisschen. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Da wünschst du dir jetzt was. Das hier in die Kanten geht es auch noch nicht rein, weil. Alles gut. Das sieht schon mal recht unwurstig aus. Ich habe ja jetzt auch heute endlich mal Hilfe. Die Kamera muss ein bisschen weiter runter. Oh. Was? Ob du jetzt einschneiden möchtest. Ich hatte das Vergnügen ja letztes Mal schon. Was sind das für Einstellungen? Was denn? Man muss auch mal richtig, richtig Power bieten beim Film. Ja. Obwohl, strategisch gut wäre ja oben anzufangen, ne? So ein toller Gimbal. Verlinken wir euch in der Videobeschreibung, der ist nämlich super. Ja. Wir arbeiten gerade daran, unser technisches Setup ein bisschen aufzubessern. Damit Bild, Ton und alles besser und besser wird. Also es ist heute super warm in Nordfriesland. Ihr seht es vielleicht auch, wir haben andere Klamotten an als im vorherigen Abschnitt des Videos. Das kommt daher, dass wir uns zeitlich einfach immer komplett verschätzen. Als wir in Rostock waren, haben wir gesagt, okay, cool, vielleicht schaffen wir beide Hecktüren. Wir haben eine geschafft. Dann waren wir wieder hier und haben gesagt, okay, cool, vielleicht schaffen wir die zweite Hecktür und die Schiebetür. Wir haben die zweite Hecktür geschafft. Dementsprechend, heute ist der dritte Filztag und heute ist halt nur die Schiebetür dran. Beziehungsweise, ich habe noch ein bisschen ausgebessert, so Kleinigkeiten. Den Rahmen vor den Hecktüren habe ich jetzt auch noch sauber gemacht oder sauber befilzt. Dass wir nicht mehr auf das weiße Blech gucken. Jenny, arbeite nicht dran. So, also, ich war ein bisschen eingeschränkt, ne? Das habt ihr gesehen. Also das Kreuzband ist kaputt, es ist gerissen im Übrigen. Das ist jetzt mein Fazit, mein persönliches.
und von daher konnte ich nicht ganz so mit anfassen. Wir haben also angefangen, in Rostock hat angefangen, diese Tür zu filzen. Da musste sie dann leider Gottes ein wenig alleine ran. Es gab das Problem, dass sie das nicht so richtig stramm ziehen konnte, beziehungsweise wir wussten ja gar nicht, wie man mit Filz arbeitet. Dadurch hat sich dann Folgendes ergeben, falls du mal hier gerne ein bisschen ranzoomen möchtest. Wir haben hier so ein paar kleine Würste eingearbeitet. Nicht so schlimm und nicht so schön, aber okay. Selten. Ja, das stimmt. So, und wir haben Schadensbegrenzung betrieben. Also diese Würste, die ihr seht, das waren richtige, ne, also Wulste, so, ne? Filzwulste. Und da haben wir dann nochmal so ein bisschen reingeschnippelt, ein bisschen abgeschnippelt, ein bisschen nachgebessert. Und jetzt finden wir auch doch, dass auch diese Tür ganz schön geworden ist vom Filz. Die zweite Tür war daher schon wesentlich, wesentlich besser. Da konnte ich auch schon wieder mit anfassen. Und so konnte man das eben von oben runter. Das macht sich, also es ist wirklich eine Arbeit, die man auch wirklich zu zweit machen sollte. Damit jeder immer gucken kann, ist das ganze Material halt stramm gezogen, gibt es irgendwelche Stellen, zum Beispiel wenn man so um die Kanten klebt oder irgendwelche anderen Sachen hat, die man vielleicht ein bisschen einschneiden muss, um wieder mit dem Stoff dann Platz zu kriegen, sodass man das alles wirklich schön gerade und glatt runterkleben kann. Hier haben wir nämlich eine Wurst drin verarbeitet. Keine einzige. Also das war dann, da waren wir auch ein bisschen stolz, ne? Stolz wie Bolle. Stolz wie Bolle, genau. Ansonsten hat Jenny natürlich wieder die totale Fummelarbeit gemacht und ich war wieder zuständig, um Brücken zu kleben, also Sachen auszubessern. Das haben wir uns so aufgeteilt, das war ganz gut. Und heute dann unser Endstück. Das war jetzt die Schiebetür, die hat noch gefehlt und wir haben sage und schreibe, ich lass mich lügen, ich glaube, wir dachten, wir hätten 45 Minuten oder so, haben wir an dieser Tür diesen Stoff verklebt und haben gedacht, wir haben alles gefilmt und dann hat es warum auch immer nicht aufgenommen. Aber letzten Endes ist die Tür dann doch noch fertig geworden und auch sehr schön, wie wir finden. Also hier gibt es auch so ein paar tricky Stellen, hier zum Beispiel beim Griff. Das wollten wir halt nicht gefilzt haben. Und auch hier oben diese Teile, das muss halt alles so ein bisschen ausgeschnitten werden. Wir haben oben angesetzt. Die Tür konnten wir nicht komplett aufmachen. Ist ja logischerweise eine Schiebetür. Auch da muss man um die Kanten rumkleben. Und das muss alles richtig schön auf Spannung sein und gerade. Wir haben dann hier komplett übers Fenster rübergezogen, haben nachher hier ausgeschnitten, um dann eben hier auch die Kanten rumzukleben. Dann ist es so, dass hier vorher auch solche Platten drin waren. Die hatte ich ja schon in Rostock gestrichen und die werden wir auch hier wieder anbringen. Da fehlen uns jetzt noch so ein paar Plastiknupsis. Aber dann kommt hier das Holz auch wieder rein in die Tür, dann sieht es halt noch ein bisschen hübscher aus. Also wir finden das hübsch, wenn das sich so ein bisschen abhebt vom Filz. Und auch hier oben haben wir noch so eine Platte, Form schön. Die kommt dann hier auch noch so schick hin. Und dann haben wir das so ein bisschen gemütlich rustikal. So stellen wir uns das vor, das finden wir schön. Ja, dann sind wir damit auch fertig. Freuen wir uns jetzt. Tierisch. Ich habe übrigens heute einen Booty Shake gemacht. Der wurde nicht aufgenommen. Bisschen schade. Siehst du. Richtig schön eingedanced und abgeschwungen, aber nein. Ich würde sagen, bis zum nächsten Thema. Man munkelt, es könnte was mit einer Rückfahrkamera zu tun haben. Und oder vielleicht auch mit einer C-Schiene. Das sind so unsere nächsten Themen, die wir da so haben. Wir wünschen unseren Zuschauern viel Freude beim Nachbauen, beim selber ausbauen, beim bei uns kommentieren. Ach so, falls jemand weiß, wie die Plastiknupsis heißen, die man hier so reintun kann, kann er uns gerne Bescheid sagen. Die müssen da durch, wie die Plastiknupsis heißen. Das hätten wir gerne gewusst, weil die müssen wir noch bestellen. Kommentieren, liken, folgen. Wir freuen uns über alles. Wie immer. Tschüssikowski.